Wenn es einen Grund gibt zu weinen, dann ist es der heutige Tag. Was denn? Schreiben Sie doch mal. Schreien Sie mich nicht immer so an. Ja, Sie hören ja nichts. Ja, ich hab... Ich muss auch arbeiten, ich setze mich hier nicht hin und... Sagen Sie ruhig, was Sie gemacht hätten. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich war auch nicht so ein Jähzorn. Aber ich will nicht unseren Zuschauern vermitteln, was Sie gemacht hätten. Ja? Ich kann es nicht ändern. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich ja nicht rechthaberig und zickig. Und ich versuche es Ihnen nochmal zu erklären. Es gibt Menschen, Günther Netzer, die kaufen sich teure Autos oder leisten sich mal so einen richtig teuren Friseur. Autos haben sie und sie gehen aber mehr auf die TV-Rechte, wenn ich das richtig verstanden habe. So ein dummes Zeugs, was Sie da wieder erzählen. Im Gegensatz zu Ihnen akzeptiere ich das immer wieder, dass ich das nicht versuche, was ich nicht kann. Herzlich willkommen natürlich unserem Studiogast Günther Netzer. Abend. Ich war ja noch bei der Vorrunde. Ja, aber ich war da, wo es wichtig war. Okay. Wie immer, weil Sie können keine Prioritäten setzen, aber damit lebe ich ja schon seit einigen Jahrzehnten. Wenn Sie das so gesehen haben, kann ich Ihnen da nicht helfen. Daher haben Sie diesen starren Genick. Nein, also ich werde, wenn ich Sabonis sehe, werde ich erinnert an Ihre Bewegungen des Alltages. Aha. Muss man langsam ein bisschen unruhig werden oder reicht die Zeit noch? Na, Sie merken doch, dass ich schon die ganze Zeit unruhig bin. Oder was? Merken Sie das nicht? Nee, sind Sie so wenig sensibel? Das ist aus Wolle. Spaß. Das ist aus Wolle. Ein Kuschelnetzer von Margit Gobin aus Schwerin. Ja. Ja. Es ist wunderschön. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Vielen, vielen Dank. Ich auch, weil der ist viel verträglicher als.